heute mal eine kurze Fragenbeantwortung zum Thema Ausrüstung des Pferdes. Und zwar wurde ich gefragt, was ich von diesen Karabinerzügeln halte und ob ich die verwenden würde. Also generell ist es so, dass einem natürlich klar sein muss, dass so ein Karabinerzügel schon ein bisschen mehr Bewegung ins Maul des Pferdes bringt als jetzt ein normaler Lederzügel. Das heißt, wenn ich versuche, einem Pferd eine schöne, ruhige Anlehnung beizubringen, ist sicherlich so ein Zügel dafür besser geeignet. Der große Vorteil natürlich von einem Karabinerzügel ist, zack, auf und zu. Ja, wenn ich da irgendwie schnell das umhängen muss, ja, oder vom Pferd zu Pferd mal irgendwas wechseln muss, ja, ist das natürlich schon praktisch. Ja, auch bei Wanderritten oder so hat sich das ganz gut bewährt. Aber tatsächlich jetzt fürs, ich sage jetzt mal, seriöse Dressurreiten, generell finde ich eigentlich auch diese Lederzügeln deutlich besser. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was insgesamt sehr, sehr steif und wenig beweglich im Maul ist, dann aber kann das auch manchmal Sinn machen, ganz bewusst diese Karabinerzügel zu verwenden, weil die eben so ein bisschen mehr Dynamik und Bewegung wirklich auch ins Maul reinbringen. Ja? Das muss also nicht immer nur ein Nachteil sein. Aber wie gesagt, jetzt beim gut gerittenen Pferd, für eine schöne Anlehnung würde ich tendenziell eher sowas empfehlen. Ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet und wünsche euch ganz viel Spaß beim Training mit eurem Pferd. Bis bald, eure Sandra.